All die Auseinandersetzungen, all die Kämpfe, die Peter Weiß mit sich und seinen Zeitgenossen geführt hat, dienten einzig dem Ziel, nicht vor der Barbarei, weder der literarischen noch der politischen, in die Knie zu gehen. Ein Vorbild Riese. Die Befreiung kann uns nicht gegeben werden. Wir müssen sie selbst erobern. Dieser Satz aus dem Roman »Die Ästhetik des Widerstands« ist die Essenz seines Schaffens. Ein Satz, den man sich hinter die Ohren schreiben muss. Aus der schwedischen Ferne hatte Peter Weiß die vernichtende Sinnlichkeit des Schreckens nicht erfahren. Doch Gunilla, seine Frau, hatte es. Sie übertrug sie ihm bis tief hinein in seine Schriften. Gunilla, die Schauspielerin und Kostümbildnerin seiner ersten Experimentalfilme. Gunilla, die Dialog- und Lebenspartnerin, die Erleberin, die Vorerzählerin, die Mitautorin, Mitarbeiterin, die zunächst oftmals Ungenannte, die Bühnenbildnerin für Kortner, Bergmann, Brooke und so weiter, die später so berühmte. Vielleicht wäre es ganz zu Anfang wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht vorhaben, über Peter Weiß ausschließlich zu reden, weil wir mit Gunilla Panzianer-Weiß jemanden haben, der durchaus ein eigenes Leben hat, viel vorzuweisen hat. Das heißt, wir reden nicht oder keinesfalls ausschließlich über Peter Weiß, denn nichts schlimmer, pardon, ich rede aus Erfahrung, sind Witwen von Schriftstellern. Ja, und darauf werde ich antworten. Als ich Vorträge halte, dann sage ich, Berufswitwe, das ist kein Beruf. Ich bin berufstätig und ich habe mit dem Peter, da ich ihn ja kennengelernt, also überhaupt nicht berühmt gewesen ist, zusammengearbeitet auf unsere Weise. Und da würde ich sagen, es fing ja eigentlich an, damit, da wir völlig pleite waren und nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten konnten, da wir haben kein Geld gehabt. Und dann haben wir herausgefunden, es passte ganz gut. So, das ist eine 30-jährige Diskussion gewesen, ziemlich hart manchmal. Aber doch muss ich sagen, dass er hat in Schweden das gelernt, was Gleichberechtigung ist zwischen Frauen und Männern. Dazu gehört natürlich, was er gelernt hat, hat er einmal gesagt, ich zitiere dich, er hat einmal gesagt, du rätst ihn an in einem Nachwort zu, nach dem Tode. Einmal sagtest du, also Peter Weiß zu dir, ich kann nur eine Frau lieben, die selbstständig ist und frei und die Erfolg hat. Und dann sagst du, ein zwiespältiger und nicht ganz leicht zu erfüllender Anspruch. Vermutlich wären wir nicht so weit gekommen, hätte der eine nicht an der Arbeit des anderen teilgenommen, sie kritisiert und stimuliert. Das Ganze begann mit einem Streit. Ja, das kann ich erzählen. Erzähl du den Streit, dann bin ich zumindest objektiv. Ja, das glaube ich. Es ist so, dass ich bin nach Südschweden gefahren mit meinem Sohn, der war 2 Jahre. Und da war eine Gruppe von Künstlern und Literaren, die haben dann eine Kolonie, oder wie das auf Deutsch heißt, gegründet. Als ich da ankam, war kein Mensch da. Aber in der Nähe war ein Jahrmarkt, wirklich ein sehr ordinärer Jahrmarkt. So, ich habe den Peter getroffen, bevor er war auf diesem Jahrmarkt. Und er stand und hat einen unglaublichen, starken Mann angeguckt, die Bücher zerrissen hat. Und das war unsere erste Begegnung. Und da man dann höflich ist, und ich habe mich vorgestellt, und ja, leider Gottes ist mein Name ein alter schwedischer adeliger Name. Und dann hat er hochnäsig gesagt, ach ja, du bist natürlich auf einem Schloss aufgewachsen und du weißt von nichts. Dann versuchte ich ich habe ziemlich viel
schon als sehr jung Buchumschläge gemacht und dann habe ich gesagt, naja, das ist nicht ganz wahr. Ich habe den Buchumschlag für André Breton gemacht und was sagst du davon? Und er sagt, das ist mein Lieblingsbuch und ich finde es scheußlich, was du gemacht hast. Das war der Anfang. Und dann kam es zu, dass wir haben dann über Surrealismus und über Kunst gesprochen und dann langsam hatte vielleicht eingesehen, dass ich nicht ganz blöd und dumm war. Und dann haben wir uns verabschiedet und als ich 20 Meter weit weg war, hat er nach mich gerufen. Das Buch von André Breton heißt Nadja. Dann hat er gerufen, du, wenn wir je ein Kind bekommen, soll die Nadja heißen. Nadja ist 20 Jahre später gekommen. Jetzt sind wir etwa im Jahr 1952. Da begann, nachdem Peter Weiß ja zuerst in schwedischer Sprache geschrieben hat, übrigens erfolglos, wenn man das so sagt. Nein? Nicht falsch. Nein, ich werde nicht sagen erfolglos. Da er hat ja ganz schnell, und das ist sehr ungewöhnlich, nach 2 Jahren sprach er ein Schwedisch, schrieb ein Schwedisch ohne Akzente. Er wollte natürlich in den Kreisen von Literatur und Malerei hereinkommen. Und das Dritte war, dass er, was du vorher gesagt hast, immer intellektuelle Frauen geliebt hat. Und dann kann man nicht nur kommen mit, ich liebe dich, und da muss man etwas mehr reden können. Wir können ja so weitermachen, ich sage irgendwas und du sagst, nein, das ist wunderbar. Gehen wir aufs Jahr 52, da beginnen immer, wir sind immer noch in der schwedischen Sprache, aber dann begann das Filmemachen und die ganze Zeit anhalten schon auch in den 30er Jahren bereits das Malen. Beim Malen hast du, weiß ich nicht, vermute ich, so wie man weiß, nicht so viel Einfluss, aber überhaupt nicht. Aber beim Filmemachen wohl. Da muss man ja wissen, dass er war ja von Hieronymus Bosch und andere beeinflusst und in Schweden war man damals sehr viel von den französischen Impressionisten beeinflusst. Und dann wollte er langsam bewegliche Malerei machen und dann ist Film logisch, dass man den Übergang und die meisten Filme sind ohne Geld gemacht, zusammen mit Freunden, die ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Und auch alle haben ohne Geld gespielt. Hätte Peter wirklich Glück gehabt mit seinen Filmen, er war zu früh an sich mit diesen Filmen, dann wäre er vielleicht bei Filmen geblieben. Da in Filmen hat man Sprache, Malerei, Musik und alles. Aber das ist dann mit einem Schrecken aufgehört, eine Kritik von seinen letzten Filmen, wo der schwedische Kritiker hat geschrieben, sollen wir nicht die Pestfahne über diese Kino hängen. Und dann war es mehr oder weniger aus und Schluss. Jetzt werden die Filme gezeigt. Und das, glaube ich, ist mit einem Künstler, der zu früh ist, wie kann dann da immer glauben, dass die dann plötzlich eine riesengroße schöne Kritiken bekommt. So ist es ja noch immer. Wir müssen leider etwas springen, sonst ist etwas. Ich erwähne nur im Vorübergehen, dass Peter Weiß dann, Sie wissen es vermutlich alle, angefangen hat, auch Deutsch zu schreiben. Dann aufgrund der Vermittlung, muss man sagen, von Walter Höllerer, damals Herausgeber der Akzente, vorher, 2 Jahre vorher, mehr oder weniger assoziierter Lektor im Surkamp Verlag. Peter Surkamp war gerade gestorben und hatte alle Bücher von Peter Weiß vorher abgelehnt. Er war gerade gestorben, also 1. April 1959 wurde Sieghild und wird Verleger. Und in die Zeit, gerade kurz danach, fällt ein Brief von Höller an den das muss, die waren damals per Du, das musst du gucken. Und so ist der Schatten des Körpers Kutschers erschienen. Erstaunlicherweise, als gibt es heute nicht mehr, kennt keine mehr, als 1000-Druck, wie der Name sagt, 1000 sind nur gedruckt worden. Aber da bereits waren Collagen. Man sagt ja, aber sicher verkehrt, aber ich will es trotzdem mal als die personifizierte öffentliche
Unaufgeklärtheit wiedergeben. Man sagt, Herr Peter, was habe ich irgendwann zu malen aufgehört und dann nie wieder angefangen. Das stimmt ja auch nicht. Wie gesagt, Collagen bereits in Der Schatten des Körpers ist gut so 1960. Die sind ja viel, sind ja nicht viel früher erstanden. Nein, aber ist mit das Malen aufgehört und das habe ich ja erlebt. Und dann kam eine lange Zeit mit Filmen und dann hat er einen Auftrag in Schweden bekommen, um für 1001 Nacht Collagen zu machen oder Illustrationen. Und das ist eine sechsteilige Ausgabe von 1001 Nacht. Und er hat Collagen für die zwei erste Teile gemacht und man ist so erschrocken und sagt, nein, er darf nicht die dritte, vierte, fünfte und die sechste machen. So, das sind dann andere Maler und die haben das gemacht. So, es ist eine sehr lange Zeit ohne Malerei gewesen und hat dann mit Collagen aufgehört. Das Letzte, was er gemacht hat, gerade bevor er starb, hat er drei Collagen gemacht, als ob das Illustrationen zu seinen frühen Sachen waren. Dann war er ein völliger anderer. Aber sonst hat er überhaupt nicht gemalt, hat auch keine Collagen mehr gemacht, ist damit aufgehört. Und man kann ja sagen, man kann nicht alles machen. Er hat ja unglaublich viel geschrieben. Und da er zurückgegangen ist zu der deutschen Sprache, die Vor-Nazi-Sprache, war es ja auch nicht einfach, da wir haben ja alle Schwedisch gesprochen. So, er hat ja dann auf diese Weise sich natürlich isoliert gefühlt. An der anderen Seite war es ganz notwendig, die ganze Gruppe, diese intellektuelle Gruppe, die Diskussion. Er hat mit ein paar Freunden von uns jedes Kapitel diskutiert, was in Ästhetik ist. Und wir haben ja auch nebeneinander unsere Ateliers gehabt und dann nachmittags kam er rein und hat immer vorgelesen und gleichzeitig meine Sachen kritisiert. Sodass es ist ja auch eine Arbeit, eine Entwicklungsarbeit. Bitte. Die Arbeit wird, ja, so hast du berichtet, ganz eng als 1964. Heutzutage würde man sagen, der Durchbruch, aber es ist Quatsch. Peter Weiß zum ersten Mal richtige Aufmerksamkeit auf den deutschen Bühnen erhält, nämlich mit dem Marasatschuk. Sie verzeihen mir, dass ich nicht in der Lage bin, Ihnen den kompletten Titel nicht zu sagen. Und du schreibst, dann können das 64 etwa datieren, zwischen den Stücken Marasat und der neue Prozess, also von 1980-81, unserer ersten und letzten Theaterarbeit liegen 20 Jahre. Sämtliche Stücke, die du während dieser Zeit schriebst, haben wir gemeinsam bearbeitet, mit Ausnahme der Dramatisierung von Kafkas Bus. Wie kann man, blöde Frage, aber muss man stellen hier. Es sind Journalisten da, wenn man es nicht tut, die Frage stellen und sagen, wie kannst du es nicht machen? Wie hat man so etwas vorzustellen? Du hast gesagt, wir leben Tür an Tür. Es gibt ja schöne Bilder davon, aber wie jeden Tag? Und ihr seid nicht irgendwann mit dem Messer aufeinander losgegangen? Natürlich. Das gehört dazu. Und dann kann ich eigentlich sagen, die letzten Arbeiten, die wir gemacht haben auf der Bühne, dann haben wir gesagt, wir brauchen keinen Regisseur. Wir haben so viele Regisseure schon kaputt gemacht. Ich von meiner Seite und der von seiner Seite. Und was passierte dann, dass der Krach kam gegenüber einander. Und als wir nach Hause kamen, da war die Nadja 9 Jahre und die Krach war ja fortgesetzt im Haus. Und dann hat sie gefragt, ist es eine private Krach oder ist es eine Arbeitskrach? Und war es eine Arbeitskrach, dann hat sie sich da überhaupt nicht mit bemüht. Aber das wissen alle, die mit Bühne arbeiten, dass ein Krach kann bli unglaublich und nach einer halben Stunde, das habe ich auch mit den Ingmar erlebt, dann Peter hat ja eine unglaubliche Krach mit Ingmar gehabt, als Bergmann hat ein Kafka-Stück bestellt und Peter hat es genau in April abgeliefert und der Ingmar hat es doch nicht gemacht. Und zufälligerweise, als mein Sohn ein Bühnenbild gemacht hat,
sind wir da hingegangen, um das anzuschauen, und neben uns saß der Ingmar. Und dann plötzlich sagt Peter an Ingmar, du hast recht, das Stück ist schlecht. Dann sind die in ein anderes Armen gefallen und plötzlich war alles über und vorbei. Aber bevor war es, ich machte dann Macbeth mit Ingmar, und dann hat Peter gesagt, gehst du immer und arbeitest mit diesem, ja, Scheißkerl. Und als ich zurückging, hat Ingmar eben gesagt, du kannst doch nicht weiterleben mit dem Peter. Aber das ist ja so, dass auf der Bühne, das wissen alle, die mit Bühne gearbeitet, dass das umhoch geht und herunterrutscht und dass man Freunde wird. Und dann ist ja auch, hat ja dann Ingmar eine unglaubliche, ich habe zusammen mit Ingmar damals die Ermittlung gemacht. Und ich muss sagen, dass, da waren die ja ganz gute Freunde. Wir sollten trotzdem von dem Theater mal kurz abblenden. Die Mitglieder der Theaterfunktion sind, wie ich sehe, sehr, sehr zahlreich. Aber trotzdem, Prosa hat Peter Weiß auch geschrieben. Man sagt, entschuldige, sei mir nicht böse, bis vor kurzem sagte man das so in Kreisen der Lehrer und solche, die es eins sind, aber es nicht wissen. Ja, Peter Weiß wäre so ein Autor. Die politischen Sachen, die werden ja nicht gut, aber Abschied von Eltern und Fluchtpunkt, das sei es, da würde man nämlich die Fremdheit des Menschen spüren. Man sagt, Peter Weiß sei natürlich Fremdling geworden im Exil, aber sei in Schweden auch Fremdling geblieben, weil ja, wenn man die frühen Sachen auf Schwedisch und Deutsch anguckt, hat sie immer so als Außenseiter dargestellt. Ich habe ja mit niemandem was zu tun. Ob das die Eltern sind, ob das die Politik ist, ob eigentlich zählt nur meine Geworfenheit als Außenseiter. Ja, ein Außenseiter, eine Sache ist doch Literatur und was man schreibt. Das andere ist doch das Privatleben, dass man dann auch doch Freunde und Diskussionspartner hat. Und das hat er in Schweden. Nicht unglaublich viele, das haben keine, glaube ich, unglaublich viele Freunde, aber ich glaube doch, und das ist nicht deswegen, dass ich Schweden bin, da ich bin in Schweden nicht aufgewachsen, hat Schweden natürlich einen riesigen Einfluss gehabt. Und wenn man 40 Jahre in ein Land gelebt hat, dann hat man auch Freunde und Beziehungen und dann ist man nicht anders als in Literatur eine, heißt das, Außenstehende. Ich meine, das eine ist das Privatleben, das andere ist, was man schreibt. Und das ist ein riesen Unterschied. Der nächste Versuch, dem Koloss, sowohl als Menschen als dem Werk Peter Weiß näher zu kommen oder versuchen, zumindest ihn aufschließen, besteht daran, dass man sagt, aha, alle spätestens 64, als ihr beide mit Anna Segers, sehe ich das recht, in Auschwitz wart, da datiert der Aufsatz meiner Ortschaft, die wurde uns auf Anraten von Wagenbach geschrieben und ist in der Anthologie erschienen, und spätestens da ist klar, Auslöser und Ziel des Schreibens von Peter Weiß ist immer noch geblieben, die Barbarei unter der wenig hoffnungsvollen Perspektive, dass das nicht aufhören würde mit 1945. Oder überinterpretiere ich jetzt den Artikel meiner Ortschaft oder die Bedeutung von Auschwitz? Mhm. Ja, meiner Meinung nach finde ich, dass meine Ortschaft ist das Beste, was der Peter geschrieben hat. Aber das ist natürlich mein Urteil in das Ganze. Aber was ich vorher gesagt habe, eine Sache ist das Privatleben und dann die Diskussionen, die politischen Diskussionen. Da muss ich ja zurückgehen zu Marassad. Dann der plötzliche Erfolg mit Marassad hat natürlich gemacht, und das war ja dann gleichzeitig mit der Studentenbewegung. Und vorher hat Peter ziemlich sozial, lassen Sie sagen, und nicht richtig politisch geschrieben, aber man hat dann Forderungen gehabt, so, was meinst du mit das und das und das. Und da muss ich sagen, das ganz Tolle ist, dass nach Marassad kam The Beatles und hat ihm angeboten, mit Beatles zusammenzuarbeiten. Aber was hat Peter gemacht? Er hat die Ermittlung geschrieben
Unsere Kinder sind wütend natürlich gewesen, dass er nicht mit Beatles gearbeitet hat. Aber was er, als ich jetzt, da ist ja so seit vielen Jahren, dass er gestorben ist, dann sehe ich eine Linie in das Ganze. Jedes Mal, als er ein bisschen oder Erfolg hat gehabt, ist er dagegen, hat er etwas dagegen gemacht. Und das ist so durch sein ganzes Leben gewesen. Mit Marat, dann kommt Ermittlung. Das hätte er nicht machen können ohne diese unglaubliche, glücksame Sache mit Marat Sade. Später, als er in DDR unglaublich geliebt war, kann man sagen, was macht er? Er schreibt Trotzki im Leninjahr. Ja, dann ist es natürlich auch irgendwo aus. Und dann kann man die Konsequenz von Anfang bis zum Ende sehen, dass immer, wenn ein bisschen Erfolg kommt, dann geht er dagegen. Und das ist eine Linie in ein Autors Weise zu schreiben. Das ist eine Entwicklungsgeschichte, werde ich sagen. Jetzt hast du natürlich gesagt, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Du hast gesagt, du hältst den Text meiner Ausschuss für den besten. Da muss ich sagen, wenn man 30 Jahre, 40 Jahre mit jemandem, gibt es auch Texte, die man für die nicht so guten oder die man ablehnt oder die man gar nicht aufstehen kann, hält? Oder ja, ist das eine Unverständnis? Nein, das ist schwer zu sagen. Und ich finde, das ist bei jeder Autor oder jeder Künstler, man macht einige sehr schlechte Sachen, einige gleichgültige Sachen und einige hoffentlich ganz hervorragende. Und das ist die Entwicklung von einem Künstler, einem Schriftsteller. Ich weiß nicht, ob ich da richtig auf antworte. Diplomatisch zumindest, ja. Was gar nicht zu dir passt. Aber du hast Trotzki im Exil erwähnt, das Theaterstück. Trotzdem, davor oder danach, hat Peter immer probiert, in der DDR. Oh, sorry. Hat Peter Weiß in der DDR immer probiert, ja nicht nur Fuß zu fassen, sondern heimisch zu werden. Und er ist, korrigieren Sie mich, einer der wenigen deutschsprachigen Autoren. Ich lasse mal Christa Wolf und die Juri Beckers andere Problemstellungen, auch Volker Braun wieder angefangen. Aber es gibt wenig Autoren, die in der Bundesrepublik eine gute Aufnahme hatten und in der DDR auch eine gute, und trotz Zurückweisung immer wieder probiert haben, auch in der DDR Fuß zu fassen. Nachdem was da passiert ist, merkwürdig. Man kann es ja nicht allein mit Freundschaften erklären. Ja, aber ich finde das ein falsches Wort, Fuß zu fassen. Peter hat ja im West und im Ost gearbeitet. Und natürlich, da gibt es ja, wenn man tolle Kritiken bekommt, wird man als Schriftsteller oder Dramatiker unglaublich froh. Und ich weiß, dass in Rostock sind ja beinahe alle Stücke aufgeführt, nur nicht natürlich Trotzki Stück. Und da hat er unglaublich froh gesehen, dass man es auf Marat zum Beispiel auf eine andere Weise gemacht hat und hat ganz froh gesagt, das ist das Beste. Aber das habe ich ja erlebt mit Marat in West-Berlin, das ist das Beste, in Rostock, das ist das Beste, und dass Peter Bruch kommt, das ist das Beste. Da er war ganz froh, dass es gemacht ist in verschiedenen Sprachen. Da muss man es ja auch psychologisch sehen und nicht immer politisch sehen. Ja, ganz kommt man nicht an dem Politischen vorbei, wenn man zum Beispiel mit Herrn Girnus sich auseinandersetzt, mit an Anführungszeichen DDR-Offiziellen und mit Wolf sich trifft, um wieder DDR betreten zu können. So ist ja nicht. Aber wir müssen gleichzeitig natürlich über die Kontroverse mit Enzensberger reden, hier im Westen, wo es um Entwicklungen ging oder nicht. Ich will nochmal, was mir aufgefallen ist, und ich will jetzt nicht in die Details gehen, das
Bandes 3 der Ästhetik des Widerstands, wo es ja, wir haben eine neue Ausgabe gemacht, das wissen Sie, die Berliner Ausgabe, und die erklärt sich so, dass Peter Weiß, nachdem der dritte Band gedruckt war in der Bundesrepublik, gemeint hat, dass er völlige Entstellung seiner Musik, seines Schreibens und den dritten Band dem Händchen Verlag gegeben hat zum Druck. Wir haben jetzt natürlich beruhend auf der Händchen Fassung, aber auch mit anderen Einarbeitungen die endgültige Fassung gebracht. Aber was ich, Entschuldigung, ich habe es auch erlebt, worauf ich hinaus will, ist dieses unendliche Feilen und Ändern wollen. Was ich damit andeuten will, ich will nicht in die Details des Erscheinens des dritten Bandes gehen, sondern er hat immer überarbeitet. Karl-Heinz Braun hat ja berichtet, von Maras Saat gäbe es mindestens 10 Fassungen, danach habe er auf 6, danach habe er aufgehört zu zählen. Aber das Ändern gehört zu so einer Arbeit. Ich meine, aber wenn es falsch geschrieben ist, Peter hat ja immer Angst gehabt, diesen Skandinavismus in sein Deutsch, dass man das wegnehmen sollte und andere Wörter. Und deswegen ist es natürlich auch bei dir immer eine Diskussion gewesen, da er hat ja ein altmodisch Deutsch an sich geschrieben. Das hat auch mit dem Rhythmus von den Zeilen zu tun, die ganz musikalisch sind. Und wenn man den Rhythmus wegnimmt, ja, dann bekommt man Krach natürlich. Ja, ich wollte das ja nicht im Detail diskutieren. Ich wollte einfach, weil wir langsam in den Endzug kommen müssen, einen Satz zitieren, der für mich, unabhängig von politischen, immer nicht Peter Weiß auch nur in Ansätzen gerecht worden ist, er zumindest eine Möglichkeit bietet, um einen Versuch, eine Orientierung in diesem Werk vorzunehmen. Das ist aus einem Interview. Und das heißt, dieses in Gegensätzen denken, angefressen von der Zweifelkrankheit, Schwierigkeit, mich für eine Sache zu entscheiden, hin und her, schwanken in der Arbeit, früher malen, schreiben, Theater, Film, Schwedisch, deutsche Sprache, reisen hierhin, dorthin, dieses ständige Auspeilen, es ist, als sei mein Wesen zusammengesetzt aus den beiden im Streit liegenden Polen, zwischen diesen wird alles ausgemacht, immer wird gegensätzlich von mir verlangt, das ist meine Triebkraft, die all meine Arbeit erzeugt. Können Sie mir ausnahmsweise da vielleicht ein bisschen zustimmen? Du. Ja, aber ich finde das völlig logisch, muss ich sagen. Ich finde, dass man die Zweifel hat und dass man endet. Ich meine, und das ist das Schöne mit Bühne. Da kommt eines Tag auf die Bühne, dass man nichts mehr ändern kann. Da muss es so gezeigt werden. Und wenn man ein Schriftsteller ist und nicht einer sagt, das muss fertig den 15. September sein, dann muss man aufhören mit Änderungen. Ich sehe den Peter als eine sehr lange Entwicklungsgeschichte, die dann natürlich zu früh zu Ende gekommen ist. Und ich weiß, was er dann eigentlich weiterschreiben wollte, und das kam dann mehr in das Psychologische und so weiter. Aber das sollen wir jetzt nicht übersprechen. Aber ich sehe das eine lange Entwicklung, und ich finde das völlig logisch, was er da geschrieben hat. Ja, ich ja auch. Das auch. Aber wir könnten jetzt natürlich auch nochmal über, verzeih den Ausdruck, über deine Zeit ohne Peter Weiß, also nach dem Tod von Peter Weiß, reden. Aber ich würde langsam zum Ende kommen, nicht ohne dich zu fragen, es gab ständige Schwankungen, ich zitiere wieder, in Gegensätzen denken, gab es kurz vor seinem Tod noch eine Auseinandersetzung, kann man nicht sagen, aber ein Gespräch mit ihm, das vielleicht nicht nur für die Anwesenden literarisch interessiert, sondern für alle von Interesse sein könnte. Naja, die letzte Woche, Peter hat ja
nur ein paar Tage im Krankenhaus und man wusste nicht, dass sie so krank waren, dass sie gestorben. Da haben wir eine Diskussion gehabt über Stücke. Und so habe ich gesagt, natürlich ist logisch, ein Mann schreibt immer die Hauptrollen für Männer. Das finde ich ziemlich logisch. Eine Ausnahme ist natürlich Lorca und noch ein paar andere, ein paar antike Schriftsteller mit Antigone oder Antigone und so weiter. Und dann habe ich dem Peter gesagt, können wir nicht ein Stück machen, wo ein Haufen von Frauen drin sind. Und dann hat er gesagt, ja, er war ja immer interessiert in Dante, alles war ja auch, seine Stücke sind ja beeindruckt von Dantes Divina Commedia. Und dann hat er gesagt, ja, wir können vielleicht ein Stück im Fegefeuer darüber schreiben. Und was passiert im Fegefeuer? Ja, im Fegefeuer sitzt Marc Brecht, alle die großen Bonzen, die geschrieben haben. Und dann fragt Brecht eine kleine Teufel, und wo sind die Frauen? Und dann hat dieser kleine Teufel gesagt, auf die Erde waren die schon im Fegefeuer. Ich glaube, damit hören wir auf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.